Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Transport Fever 2 Kampagnen Let's Play. Jo, wir spielen. Die Menschheit bringt laufend neue, großartige Erfindungen hervor. Habe teil am rasanten technologischen Fortschritt und stelle den reibungslosen Transport in verschiedenen Regionen der Welt sicher. Dankeschön fürs Dreinreden. Also die zweite Mission der ersten Kampagne natürlich. Insel Java. Ein tropisches Juwel inmitten des Indischen Ozeans, gewissenhaft verwaltet durch akribische niederländische Bürokratie. Wir schreiben das Jahr 1870 und die Kolonie befindet sich im Umbruch. Neuerdings ist es Privatpersonen erlaubt, Ländereien zu pachten und Plantagen zu bewirtschaften. Das fruchtbare Land bietet ideale Bedingungen für den Export zahlreicher Kolonialwaren. Auf zu einem exotischen Erlebnis. Gut, also Bonusaufgaben sind ein gefundenes Fressen, mysteriöse Monumente und neue Geschäftszweige. Okay, es wird wahrscheinlich einfach so extra Schienen oder so bauen, irgendwo hin und was holen. Oh, ein schöner Vulkan. Gut, das haben wir eben auch schon mal in einem Livestream gemacht. Ich kenne die Mission also schon. Und ja, sie war eigentlich relativ einfach normalerweise. Aber sehr interessant, glaube ich. Also es hat ein paar Sachen, die ich ein bisschen im freien Modus ein bisschen vermesse, habe ich das Gefühl gehabt. Und ja. Ja, jetzt momentan stehe ich gar noch nicht so viel an. Also was weitergemacht wird, wird es wieder ein Update geben, noch dieses Jahr oder wieder ein Frühlingsupdate erst nächstes Jahr. Ich hoffe, es wird etwas passieren oder wenigstens eine Ankündigung von einem neuen Spiel vom gleichen Entwickler. Und ich würde mich extremst freuen, egal. Also es muss jetzt nicht unbedingt, ich bin zu einer, es muss jetzt nicht unbedingt, ja, sehr viel fortgeschrittener sein oder vieles neu gemacht werden. Niederländisch-Indien. Gut. Niederländisch in gewiss das vortrefflichste Kolonialreich unter der Sonne. Voll mit köstlichen Früchten und wohlfeilen Arbeitskräften. Du stehst im Dienste der Kolonialverwaltung. In der Ingenieurskunst hochbegabt bist du berufen, das hiesige Transportwesen zu reformieren. Okay. Komplettiere diese Aufgabe zur Zufriedenheit der Krone. Dann winkt dir vielleicht gar der Gouverneursposten. Ja, es ist bekannt, dass das Spiel manchmal ein bisschen... Transport ist eine sehr gefragte Dienstleistung auf diesem wenig zivilisierten Eiland. Es ist bei Strafe verboten, Zugtiere wie Ochsen zu essen. Deshalb hat dich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Eisenbahn zu bauen, auf das die Plantagenwirtschaft prosperiere. Der köstliche Kaffee soll aus dem fruchtbaren Hinterland zwecks Verarbeitung in den Betrieb nahe der Stadt befördert werden. Wer weise und wohlfeil bauen will, vermeidet unnötige Steigungen. Nimm die erforderlichen Vermessungsarbeiten vor. Gut. Also... Jo. Eben, die Zwischensequenz war jetzt nicht gerade flüssig. Ist natürlich alles Maximum, also es kann an den Maximum-Einstellungen sein. Ich weiß es nicht. Ja. Und sonst, ja, kann man halt noch nicht so viel machen, wenn das Spiel jetzt schon, ja, 2,5 Jahre oder mehr alt ist. Und da irgendwie, ja, mittlerweile ein bisschen anders ist mit der Performance und alles, oder? Wurden auch grafische Updates und so gebaut, gemacht, eingebaut und so. Könnte schon irgendwie so im Fall sein. Aber ja, die Zwischensequenzen müssen jetzt nicht unbedingt eine perfekte Spielgrafik sein wie jetzt. Da ist fast nichts am Flackern oder Auftauchen. Ziemlich gut. Aber es muss zuerst geladen werden und das ist in den Spielen wahrscheinlich einfach nicht so der Fall gewesen. So. Wer weiß und wohl... wohlfeil bauen will, vermeidet unnötige Steigerung.
Nimm die erforderlichen Vermessungsarbeiten vor. Akquiriere das Overlay für Höhenlinien, um für den Bau von Gleisen und Straßen besser abschätzen zu können, wie das Gelände beschaffen ist. Das ist leider auch ein bisschen klein und schmal, da kann ich nicht so gut lesen. Jetzt ist Nacht, meine Augen sind müde. Hier haben wir zum Beispiel auch noch, ja, was ist, oder? Industrieviertel ist gelb und Gewerbegebiete sind blau. Grün sind die Wohngebiete. Und hier sind die Höhenlinien, das wollte das Spiel ja auch sehen. Genau, da unten hätten wir noch, genau, den Hut. Errichte eine Strecke von der prosperierenden Plantage durch das tückische Terrain bis zur Verarbeitungsfabrik, wo die Kaffeefrüchte geschält werden. Er muss mit einer Straße irgendwo. Das ist doch Sommer. Ich wollte aber nicht so. Gut. Ist ein bisschen kompliziert, liebe Entwickler, was ihr da fabriziert. Ja, ich hätte den jetzt nicht so lange machen sollen. Muss ich nochmal abreißen. Ja, der Entwickler findet das halt wahrscheinlich sehr wichtig. Gar nicht so lange. Wieso ist eigentlich die Einstellung direkt auf 160 Meter? Keine Ahnung. Da versteht ein Profi dann nicht mehr, was man alles machen muss, weil es nie machen muss. Nur wenig machen muss im freien Modus und dann macht er wieder mal eine Kampagne und dann weiß er nicht mehr viel. Ja klar, er braucht es ja auch nicht im freien Modus. So. Ein Depot tut Not. Nein. Wie hat das gesagt? Hätte jetzt niemals gedacht. Ich mache sie meistens einfach auf eine Richtung. Wieder gut. Erwerbe käuflich eine komplette Komposition samt Lokomotive und Waggons. Ja, aber ich möchte zuerst die Linie eigentlich machen. Ich mache es jetzt einfach mal, wird wahrscheinlich nachher wieder verlangt und so. Aber gut. Ja. Gut, schreiben kann ich ja nicht so, wenn die Tastatur wieder so weit links ist. Muss sie wieder ein bisschen schieben. So, sehr gut. Also. Linie habe ich schon und jetzt muss ich aber hier natürlich klicken. Ja, dann holen wir den besten, ne? Natürlich, den besten Zug. Und wir messen ja hier die Bohnen. Muss ich irgendwie mehr Waggons? Ja. Noch immer drei, aber wenn das Spiel 4 wäre. Oder? Nun können die Kaffeefrüchte aus den Plantagen auf den Weg zur Weiterverarbeitung verbracht werden. Ja. Du musst aber auf die Linie noch. So. Sehr gut. So, Züglein kommen raus. Schneller. Sieht krass aus. Ach, schön. Also waren wir noch kurz mit. Dass man den Zug auch ein bisschen sieht. Oh, schöne Landschaft. Ja, ich denke, mittlerweile sind sie so weit, dass wir wirklich auch noch sehr viele Details einbauen können. Das ist nicht so eine, ja, Modell-Lok. Also die Modell-Loks sehen, also die Loks sehen nicht aus wie Modell-Loks, aber so die Grafik ist noch ein bisschen zu undetailliert. Das sieht einfach so aus, als würde es irgendwo eine Modelleisenbahn ein bisschen sein. Aber es ist schon okay, also es ist einfach jetzt nicht unbedingt perfekt, es ist einfach gut. Jo, wir verdienen noch zu wenig. Ah, wir haben jetzt auch noch nicht geholt, stimmt. Wir haben erst jetzt eingeladen, also wird es sicher ein Plus geben. Und währenddessen, jo, könnte ich eigentlich die nächsten Sachen machen? Ich weiß noch, dass ich hier hin muss. Und Zucker dorthin liefern muss. Ich weiß nicht, ob ich dann zu schnell bin.
das hier auch irgendwas noch drauf platzieren? Ist das das Hauptquartier? Da werden wir mal sehen, was wir machen müssen. So, liefern haben wir jetzt. Welch eine superbe Bahn. Sie leistet den hiesigen Plantagenpächtern wahrlich wertvolle Dienste. Mhm. Frisch vom Felde gelangen die Früchte flugs zur Fabrik. Von dort muss der köstliche Kaffee der Kolonie in die Kontore der Hafenstadt verbracht werden, zum Zwecke des Exports. Das sollte man nicht den hiesigen Tagelöhnern überlassen. Zu gemächlich, zu ineffizient, zu unzuverlässig. Damit der vorzügliche Kaffee unbeschadet in die Stadt gelangt, erfordert dies eigens errichtete Stationen, die sich notfalls auch vor plündernden Horden bewachen lassen. Okay, easy. Jo, also ein Depot brauchen wir. Das machen wir am besten hier hin. Wir brauchen hier... Moment, okay. Brauchen wir das da. Gut. Wieder sehr, sehr gut drin. Im Auswählen vom Richtigen. Das mache ich natürlich nicht extra, aber ich mache immer größere Pausen halt dazwischen. Also ja, jetzt muss ich da doch nochmals den hier platzieren, aber es geht wieder nicht, weil ich unbedingt halt so einen nehmen muss. Ich nehme den kleinen. Es ist soweit. Der beförderlichen Beförderung in die hiesige Hafenstadt steht nichts mehr im Wege. Schicke die Karren mit Kaffee auf den Weg. Gut. Ja, eben. Also ich würde gerne freuen, beim nächsten Transport Fever 2 alles ein bisschen einfacher zu kennzeichnen. Ich will jetzt nicht die Bilder, die ich eigentlich so auswendig kenne oder so, haben. Also blöde, oder nein, schwere Bedienung leichter machen. Gut. Ja, ich bin schon der Entwickler vom nächsten Spiel. Nee, natürlich nicht. Also. Ich würde gerne Ihnen ein bisschen helfen. Ein guter Entwickler eigentlich. Ja. Schau ich mal kurz. Einer von den unteren. Machen wir doch der offen ist. Ich hoffe, sie wird angezeigt. Beim ersten Teil sind alle Fahrzeuge so gewesen, dass sie angezeigt wurden, oder? Die Fabrik findet sich nun in der erbaulichen Lage, verarbeiteten Kaffee in die Stadt schicken zu können. Oh weh, dein kompetenter Lokomotivführer Lukas scheint wie vom Erdboden verschluckt. Nein. Oder von was oder wem auch immer. Nun denn, Ersatz tut Not. Ob jemand der Eingeborenen dieser diffizilen Aufgabe gewachsen ist? Das ist ja ein Wort, das man nicht mehr so benutzt. Einige Ansässige zeigen Interesse daran, die überaus noble Profession des Lokomotivführers zu erlernen. Es bedarf einer Übungsstrecke zu Ausbildungszwecken. Derweil nähren Indizien horrible Gerüchte über die Ernährung der indigenen Sippen. Gut. Also, ja, dann schauen wir mal. Wird noch nicht angezeigt. Was wir noch machen. Einige Ansässige. Jo. Ist das nicht irgendwo hier hinten gewesen? Ich sehe es jetzt gar nicht. Was die damit meinen. Ja. Aha, sie wollen einfach, dass man hier hinbaut. Genau, sie wollen, dass wir hier hinbauen mit einem Bogon. Also sie wollen einfach, dass wir da irgendwie einmal ringsum bauen und so. Also das ist jetzt. Dank deiner zuverlässigen Lieferungen funktioniert die Fabrik völlig formidabel. Allerdings wäre sie sehr wohl in der Lage, weit mehr, ja geradezu kolossale Kapazitäten an Kaffee zu verarbeiten. Du solltest erwägen, das Transportvolumen zu vergrößern. Denn Kaffee aus der Kolonie ist in den Salons des Kontinents eine überaus gefragte Ware. Ein Zug reicht nicht aus, um die Fabrik angemessen mit Kaffeefrüchten zu versorgen.
Damit ein zweiter Zug die Strecke befahren kann, ist eine Ausweiche vonnöten. Gut, das machen wir nachher. Eine Teststrecke zuerst einmal machen. Muss ich zwei, ja genau, zwei Bahnhöfen haben. Also dann nehme ich wieder Güter. Geht es eigentlich gut hier? Und dann noch eine andere Strecke hier. Ein anderer Bahnhof und dann die Strecke dann müssen verbinden. Da ich jetzt nicht optimal, weil es hier eine Steigung gibt, aber ich will jetzt mich nicht aufhalten lassen und euch sowieso nicht langweilen. Das ist ein bisschen angenehm einfach. So, ein Depot. Auf dem besten hier hin. Damit potenzielle Passagiere nicht sofort verschreckt werden, muss das korrekte Führen des Fahrzeugs erst einmal praktiziert werden. Derweil erreicht dich die schwer verdauliche Kunde, dass deine Fachkraft einem blutrünstigen Kannibalenstamm zum Opfer gefallen sein soll. Oh, na gut. Wir lassen das jetzt einfach so. Wir müssen ja nichts mehr machen. Strecke. Erst nicht hier. Hier. Ja, aber umdrehen. Umdrehen, nicht wieder zurück. Ich will einfach. Nein, ich will. Will, dass du hier weiterfährst. Ist ja. Okay, dann machen wir kurz ein Signal. Wegpunkt melden. Oh, schade. Ja gut, also machen wir diese Teststrecke. Halt so. Ja, die fährt jetzt, okay. Ich habe es nicht gesehen. Also sie fährt schon, okay. Also. Danach eben. Zug kaufen. Dann machen wir einen günstigen und einen Wagen. Ja. Ist mit Personen? Es ist einfach egal was. Okay. Dann ist gut. Ja, ist egal was. So, ja. Ja, das weiß ich. Ich hab, ja. Du sollst nur fahren, ja. Du sollst nur fahren. Also, dann machen wir hier mal eine Ausweichstrecke. Die Züge sollten in der Ausweiche aufeinander warten. Dies erfordert das Setzen von Signalen. Zur absoluten Auslastung der Anlage bedarf es einer weiteren Komposition. Komposition. Frohe Kunde! Der Lokomotivführer ist heil zurückgekehrt. Während du ihn in den Mägen von Wilden wähntest, hat er sich indes unverblümt im Urwald vergnügt. Solcherlei Verfehlungen kannst du natürlich nicht dulden und musst den guten Mann leider entlassen. Oh. Ja, toll. Und darf aber nicht mehr fahren. Tschüss. Gut, also, wir brauchen nochmals den hier und der war's. Was? Wieso ist es jetzt nicht verfügbar? Ich muss aber einen zweiten Zug. Ja. Dann lass mich doch. Ah, weil das einfach der andere ist. Okay. Hab den falschen ausgewählt. So, jetzt.
Ja, wenn man halt nicht irgendwie das nehmen kann. Wo die Kaffeeproduktion gedeiht, erblühen auch Wirtschaft und Wohlstand. Muss man dank der Eisenbahn ist die Hafenstadt Surabaya zum lebendigen Umschlagplatz für zahllose Güter und Dienstleistungen geworden. Ein bisschen wenig. Allerlei Volk aus allen Winkeln der Insel möchte hier gewinnbringende Geschäfte tätigen. Deshalb hatte ich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Passagierlinie von Semarang nach Surabaya einzurichten. Zeit, eine Strecke zu errichten, die bald schon die wichtigsten Handelsknotenpunkte in Javas Osten verbinden wird. Gut, also eine Zuglinie. Also ihr merkt es auch, wenn man es öfter spielt, nicht unbedingt so mega oft, aber ab und zu spielt, man hat immer wieder ein bisschen Sachen zum Überlegen und es ist, ich finde es angenehm, es könnte natürlich noch ein bisschen besser sein alles, aber ich finde eben das Spiel ist ziemlich gut, es macht sehr Laune und ja, man hat einfach, ja, man muss es einfach immer wieder ein bisschen lernen, ein bisschen wieder reinfinden, steigend. So, du bist ja dran, oder? Also, ja, dann machen wir Biene, Gleisen. In der Schweiz Gleisen. Das machen wir am wenigsten. Irgendwie. Ja, Terra-Einberechnungen, Kurvenschnitte, Ding hat, Dellen und Kerben, macht man eine beste Strecke. Einfach, ja, zum Beispiel das kann man machen. Die Bahn ist effizient. Die Neugierde groß. Nun wird sich zeigen, ob der Passagierverkehr tatsächlich ein formidables Unternehmen wie deines erfordert eine angemessen exquisite Niederlassung. Und du bist schließlich nicht irgendwer. Wieso tust du jetzt mich unterbrechen? Errichte eine repräsentative Residenz, die auf dem ganzen Eiland ihresgleichen sucht. Okay. Ja, danke, schöne Fenster. Geht das hier? Hm. Wasser? Hm, schade. Na, da darf ich ja nicht. Das sind die Eingeborenen. Ach komm, wir sind Hinterwäldner. So. Ein wahrlich attraktives Anwesen. Ja. Doch trübt die Freude eine veritable Plage. Schlangen haben das Gebäude okkupiert. Man munkelt, eine weise Alte wisse, wie du dich der Schlangenplage in deinem Gemäuer entledigen kannst. Sie soll in Surabaya zu finden sein. Was hat sie gesagt, genau? Eine weise Alte wisse. Was ist eine Wisse? Sie ist einfach so. Ja, die Alte meint, sie wisse gesagt. Nichts. Doch du solltest es bei ihrem Vetter in Semarang versuchen, der sich auf die Kunst des Schlangenbeschwörens versteht. Der Schlangenbeschwörer tat kund, du hättest wohl bei deinen Projekten die mächtige Schlangengöttin erzürnt. Da könne nur die Schlangenpriesterin vom Mount Merapi Abhilfe schaffen. Okay, bei einem Berg wahrscheinlich das hier. Hm. Die Priesterin hat gesprochen. Nur wenn du der großen Schlangengöttin ein Opfer darbringst, wird sie ihre Kinder zurückrufen. Kaffee! Hm. So hat die Priesterin prophezeit, vermöge die Gottheit gewiss milde zu stimmen. Gut. Opfer bringen wahrscheinlich diese Beeren, also diese Kaffeebeeren. Kaffeefrüchte. Hm. Okay.
Und wo ist es jetzt genau? Die haben wir gemacht. Bonusaufgaben? Nee, okay. So. Ja, Kaffeebohnen. Also machen wir das gleiche hier, eine andere Linie. So. Ja, dann müssen wir noch zumachen. Wir müssen ja noch die Wege anschließen lassen. So machen, eher aufmachen. Ein bisschen falsch. Besorgt haben. Oh ja, mit Brücke, genau. Und noch ein bisschen extra Geld ausgegeben. Sieht schön aus. Ja, ich möchte gerne immer automatisch krumme Straßen machen, liebes Spiel. Immer das Umstellen nervt. Sieht einfach besser aus. Ja, ich will aber weitermachen. Was ist jetzt eine Kollision? Ich will keine Kollision. So, haben wir jetzt die Strecke fertig? Ja. Also, dann haben wir hier das Depot. Wir müssen jetzt Kaffeebohnen haben. Machen wir mal die hier. Hä? Mach ich auch mal drei, wir haben genug Geld. So. Sehr gut, es warten genug hier. Schön, schön. Ja, die Stadt wächst hier. Hier hat jetzt auch Personen, aber die fahren noch nicht. Und schon wird hier wahrscheinlich jemand einsteigen wollen. Und hier natürlich das gleiche. Immer schön den Rückweg auch noch nehmen. Und hier müssen wir einfach ein Depot noch machen. Okay, machen wir noch ein Depot. So, ein bisschen mehr Landstraße scheinbar gemacht worden. So, ja, die Linien werde ich jetzt nicht umbenennen. Also, ich habe eigentlich alles gesagt, was mich gerade ein bisschen beschäftigt hat. Und ja, jetzt sind hier zum Beispiel Personen, die wollen nachher einsteigen. Wollen eventuell hier hin, um zu arbeiten im Gewerbegebiet. Ja, hier hätte ich ja noch einen machen können. Hier könnte man einen Hafen bauen, aber das ist ja nicht Teil dieser Mission. Da können wir nicht bauen, es ist grau. So, also das Opfer muss noch gebracht werden. Und hier sind einfach Personen. Genau. Ja, hier ist ein bisschen eckig, aber geht trotzdem gut. Mal schauen, steigt hier jemand ein? Ist ja nun schon eingestiegen. Man sieht es jetzt wegen dem nicht so gut. Ja, sind, ne? Ist ein Müll einer. Okay. Schade. Okay. Also, liebe, macht mal vorwärts. Ich habe schon Maximum Geschwindigkeit. Welch ein Segen! Dein schmuckes Domizil ist neuerdings erquicklich schlangenfrei. Sehr gut. Haben wir jetzt alle Nebenaufgaben? Okay. Gut, das mussten wir noch okay. Man muss noch auf okay klicken. Und das hier, Zuckerrohr? Das muss ja eigentlich auch hier runterkommen. Also müssten wir noch einen Weg machen mit Zuckerrohr. Wo ist denn Zuckerrohr? Ja, ist das Zuckerrohr?
Jo, hier könnten wir eigentlich einen Zug auch machen. Wäre Frage. Also es werden jetzt momentan dann Personen fahren. Also es wurden wahrscheinlich schon Personen ja, transportiert, genau. Jo, jetzt sind Personen eingestiegen hier. Nur eine Person, okay. Jo. Der Zug ist auch weggenommen worden. Ich habe ihn gerade nochmals gesucht. Ja, die werden. Nein. Ah, ich habe ihn gar noch nicht gemacht, stimmt. Ja, dann bin ich gerade ein bisschen auf dem Ding gewesen. So. Okay, die Linie haben wir aber noch nicht. Okay. Machen wir die Linie auch so. Also, ich bin auf der Spur gestanden, scheinbar. Habe ich das gerade nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Mach mal zwei mehr, werden es nicht werden. Und das ist die grüne Strecke. Grüne. So. Jo, dann geht das auch. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, weil die Mission dann immer sofort los, er redet sofort. Es ist nicht gerade so einfach, immer alles im Blick zu halten, aber es ist klar. Ja. Der Entwickler ist noch nicht so groß, das Spiel wurde ein bisschen schnell veröffentlicht. Es hat ein paar Probleme gegeben anfangs. Bei mir ging es performancemäßig völlig nicht gut. Vor allem, wenn die Aufnahme oder Livestream an war auch. Und manche Linien sind nicht richtig gegangen, die haben zu wenig Waren oder Personen produziert und so. Und das wurde mittlerweile in irgendwie so 5-6 Patches eigentlich gut gefixt. Also sie machen es sehr effizient. Also momentan ist das Spiel schon ziemlich gut spielbar. Eigentlich schon fast perfekt und hat eh einen freien Modus. In der Kampagne eben. Die Zwischensequenzen laden halt viel zu langsam, die Texturen. Also vor allem die Stadtansicht ganz am Anfang, also nach dem dritten oder so Fenster im Video, der Vorschau, hat einfach die Texturen noch nicht richtig geladen. Und manche kleineren Sachen wie Schatten oder so einfach zu spät, aber ja, ist ja nicht so schlimm. So, dann schauen wir mal nach dem Zug. Es ist gut, dass das Symbol jetzt nicht immer angezeigt wird, aber es sollte auch ein bisschen näher noch angezeigt werden. Ja, weil es trotzdem klein ist, oder? So, ja, die Mission dauert ein bisschen länger als 30 Minuten. Ich mache natürlich gerne Videos über 30 Minuten. Ja. So, wieder. Ich glaube, so langsam sollte es gehen. Wie viele Züge waren es? 11. Wie viele Personen? Es war ein Zug, aber wie viele Personen waren? Das heißt also, es wird jetzt mehr geben. 17 also. Ja, 16, aber es wird 27 dann. Es rumort im Inselinneren. Der mächtige Vulkan Merapi droht auszubrechen. Die
Dieses Phänomen wurde bei der Streckenplanung nicht kalkuliert. Die Eingeborenen behaupten, man habe wohl irgendeinen ihrer Götter erzürnt. Wie dem auch sei, wenn die wertvollen Kaffeefrüchte auch künftig mit der Bahn befördert werden sollen, muss unabdingbar etwas unternommen werden. Es erscheint lohnend, die Infrastruktur zu entfernen, soll sie nicht unter Asche und Lava begraben werden. Okay. Ist ja easy. Machen wir doch. Das ist natürlich auch wieder eine Aufgabe, die einfach uns ein bisschen beibringt, wie wir am besten einfach das verändern, wenn etwas nicht gerade so gut ist oder so. Und das ist ja easy. Also das könnt ihr eigentlich auch sehen, was ich genau mache und so. Was ihr Fragen habt, ich habe jetzt einfach... Die Gefahr ist gebannt. Danke. Der Transport kann wieder aufgenommen werden. Der Vulkan macht überdies Anstalt. Das fruchtbare Eiland hat weit mehr zu bieten als Kaffee. Die Witwe eines befreundeten Pflanzers, möge der arme Tropf in Frieden ruhen, baut neuerdings Zuckerrohr an. Mach die Dame glücklich, indem du ihr deine Dienste angedeihen lässt. Okay. Der Zucker muss zur Stadt befördert werden, von wo aus er verschifft und sodann an kontinentaleuropäischen Kaffeekränzchen kredenzt wird. Okay, gut, mach ich. Mutter aber hier noch kurz die... Danke, Spiel, dass du das machst. Also, dann muss ich einfach wegmachen. Und hier. Nach hier. So, die Züge sollten jetzt eigentlich wieder fahren. Beide. Okay, also. Sie wollen, dass wir in diese Stadt hier Zucker anbringen. Steht hier irgendwie, ob ich jetzt wirklich einen Zug brauche? Auch natürlich eine Zugstrecke. Ja. Okay. Güterbahnhof. Natürlich jetzt nicht so effizient, wenn ich es so mache. Aber wir haben genügend Geld. Und ja, es geht einfach schneller. Mission ist wahrscheinlich auch bald vorüber. Na, Schloste. Was haben wir hier hin tun? Was mehr einbetrifft. Noch steigen zu groß. Hier. So, das ist dunkelgrün. Eigentlich immer das, was am untersten ist, es auch am neuesten, oder? So, ich weiß noch, im Livestream vor ungefähr 2 Jahren oder so habe ich noch ein bisschen mehr Probleme gehabt, aber das Zuckerrohr nicht reingetan, weil irgendwie das Spiel nicht wusste, dass der Bahnhof genug nah dran ist oder dass er gar nichts angezeigt wird. Da habe ich ein paar Mal hin und her gemacht und habe ich, glaube ich, auch noch einen Lastwagen, also eine Strecke gemacht mit Lastwagen. Und ja, das ging auch nicht so gut. Ich weiß auch nicht wieso. Aber ja, es gab damals noch ein bisschen mehr Probleme, dass irgendwas nicht ging, obwohl es eigentlich gehen müsste. Ja, genau, mit diesen Kutschen eher Lastwagen noch möglich, noch nicht. Genau. Mit dem Zug zuckelt der Zucker zügig zur Stadt,
Welch ja. Wonne. Dankeschön. Für diesen einen, für dieses Gedicht oder so. Ja. Jetzt müssen wir Kaffeefrüchte noch 20 Millionen, okay. Und hier ist fertig. Na klar, aber... Bist du dabei, ja? Ja, ist einfach fertig, oder? Sieht nicht so aus, aber es ist fertig. Okay. Und diese Rundstrecke könnte ich ja da bereisen jetzt. Ja, die Stadt wächst gar nicht so sehr. Da unten ist ein bisschen gewachsen. Wahrscheinlich hier oben. Man kann übrigens im freien Modus auch einstellen, wie schnell die Städte wachsen sollen und so weiter. Aber ich finde ja eher ein schwereres Spiel als ein leichteres Spiel. Wir schauen, Helbler. Ja, hier ist gut. Hier muss ich gar nicht so viel machen. Aber hier warten so viele Leute. Hat halt viel mit Kommissionen und so zu tun, also mit Verschmutzung und Stau und so, wenn zu viele Leute waren. Ja, Personenverkehr ist manchmal ein bisschen komisch balanciert, also dass manche Haltestellen dann so unglaublich viele Personen transportieren wollen, dass man aber nicht mehr hinterherkommt. Aber das ist, ja, je nachdem einfach so. Müsst ihr mehr Haltestellen machen oder einfach Straßenbahnen dann umstellen und vielleicht auch einen Stadtzug machen, wenn die Stadt noch größer ist. Ja. Dankeschön für den Deckel. Zu leicht, zu nervig. Den Knopf. So. Ja, diese Plantagen, die gibt es dann nicht mehr im freien Modus, die gibt es nur in der Kampagne. Es gibt aber Mods, die das machen, die auch noch anpflanzen können. Sehen aber eigentlich aus wie, ja, Getreideplantagen, hat sogar ein Getreidefeld, aber ist jetzt nichts Besonderes. Ja, diese Kaffeefrüchte transportieren, wir müssen wahrscheinlich noch irgendwas Spezielles machen. Mach ich doch die ganze Zeit. Wieso geht das jetzt nicht? Es werden keine mehr. Okay, dann ist der Bahnhof scheinbar. Bahnhof ist nicht verbunden, okay, der ist er. Muss ich ja den Bahnhof nochmal in Höhe spielen. Nur nicht mehr können, gell? So. Okay, dann haben wir das letzte Problem eigentlich gefixt und können die Mission. Ach, liebes Spiel, du bist manchmal echt ein bisschen nervig. Ich möchte es einfach ein bisschen einfacher haben. Aber scheinbar, ja, meint das Spiel so. Zumindest jetzt nicht unbedingt so genau funktionieren, wie man es eingibt. So, jetzt muss ich nochmals die Linie ändern. Die ist orange gewesen, ja. Die ist noch drin. Gut, hat das Spiel noch ein bisschen gemerkt. So, und hier oben ist noch Zug 1, kein Weg. Ja, den Engel hat den Weg. Lol. Liebes Spiel, funktioniert doch richtig. Ja, es gibt scheinbar einfach so Scripts, die noch nicht gut genug gemacht wurden. Dass der Zug nicht automatisch einfach wechselt, wenn er den Weg nicht findet. Oder hat das ein Ding? Also will der Zug halt immer nur geradeaus etwas sehen, aber hinterrücks nicht. Also könnte niemals umdrehen. Das müsste vielleicht eben auch noch hinzugefügt werden. Und mir hat die Mission gefallen, mir gefällt halt das Spiel, wenn es halt Probleme gibt und so.
Das ist für mich gar nicht so schlimm, oder? Ich erzähle nur von dem Problem. Aber mich stört's nicht so. Ist halt einfach so. Vielleicht bekommen wir bald irgendwie noch einen schönen Patch, der hoffentlich alles oder ziemlich viel fixt. Sonst ein neues Spiel wird mir auch schon gut tun. Ein neues Transportfieber. Kann auch ein bisschen teurer sein und ein bisschen fertig und ein bisschen größer sein. Aber das muss der Entwickler wissen, wie viel traut er sich zu, wie viel macht er überhaupt und ja, wie viel will er die Fans halt auch so richtig erfreuen, oder? Ja. Natürlich nicht immer so leicht für einen Entwickler. Und die Fans sind meinisch. Die müssen immer meinen, ja, sie könnten da auch mal die Entwickler so ein bisschen hartnäckig nerven oder einfach nicht mehr spielen und so Sachen. Heutzutage, ja, ist es wahrscheinlich für einen Entwickler immer wie schwieriger, irgendwas umzusetzen, damit die Fans auch zufrieden sind. Und ja, das sollte dir natürlich nicht unbedingt so sein. Es tut jedem Entwickler gut, wenn ihr einfach auch Feedback gibt, aber nicht nörgelt. Und die geben einfach kein Geld hier, weil sie auch nichts verlangen. Okay. Wäre aber cool, so ja, im nächsten Spiel so Locations auch zu haben, wo irgendwie einen Rohstoff brauchen. Zum Beispiel Sehenswürdigkeiten, wo Personen wollen. Ja, dann gibt es noch viel mehr Rohstoffe, die eingebaut werden können, aber die einfach in Mods sind. Und wenn die Mods ziemlich gut sind, aber dann auch ein bisschen schwerer, weil man nicht mehr so schnell die richtigen Rohstoffe in der Nähe hat von Fabriken, oder? Ja, vielleicht spiele ich bald dann wieder ein bisschen mit mehr Rohstoffen, habe ich ja zuvor auch gemacht. Weiß nicht mehr genau, wie der Mod auswendig heißt. Jo, jetzt ist gleich fertig und dann haben wir die zweite Kampagnenmission auch geschafft. Jo, mir nimmt es Wunder, was alles noch kommt, aber mir gefällt die Kampagne sehr. Es ist nur eben einfach ein bisschen zu leicht und ein bisschen zu nervig mit den Schritten, die nicht überspringen oder zurückgesetzt werden können sie schon. Aber ja, das sollte einfach so mit dem Reden und mit der Auswahl und so. Mit der Schnelligkeit, wie die Missionen erscheinen und so ein bisschen handiert werden noch, liebe Entwickler. So, also dann wird gerade abgeliefert. Der Verkehr fließt famos. Die Plantagenwirtschaft entwickelt sich prächtig. Der amtierende Gouverneur gedenkt, sich angesichts dieser Erfolge bei Zeiten in die holländische Heimat abzusetzen. Ja. Dank deiner hervorragenden Arbeit hast du gute Chancen, seinen Posten zu erben. Gut. Also, wir haben die letzte Mission gespeichert. Dann mache ich das auch mal kurz. Ja. Das Kapitel 1. Meine 2. Dann kommen 2 so und fertig. Gut, den Speicher. Also, danke schön fürs Schauen und ja, danke für die Unterstützung. Wenn ihr mir auch ein bisschen seht, ich bin natürlich auch noch ein bisschen am Twitch-Studio einstellen. Es könnte also sein, dass manche Sachen noch nicht so gut sind, aber. Jo, es läuft gut. Manche Rockler kommen wahrscheinlich wegen Twitch Studio. Ich glaube nicht, dass das Spiel so rocken wird bei euch oder so. Zeigt man auch die größeren Häuser hier. Gut. Und das Spiel leidet ein bisschen am Performance-Problem bei ganz großen Siedlungen. Also wenn Städte groß sind oder große Bahnhöfe sind und so. Es leidet ein bisschen schon darunter. Aber wie genau, weiß ich nicht. Ich sehe es aber manchmal, dass andere Let's Player und Twitch, also Livestreamer allgemein überall, halt doch auch ein bisschen Performance-Probleme haben. Aber es ist zu verstehen, es ist ein großes Spiel, die Welten sind groß und die Engine kann die Texturen scheinbar nicht so schnell laden wie andere Engines. Ist ja früher bei Unreal Engine auch immer so der Fall gewesen, ob es jetzt immer noch ist. Ich spiele halt kaum Unreal Engine Spiele. Gut, also dann
Jo, danke schön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal oder zu einem anderen Video. Jo, mach natürlich gerne Videos. Schreibt mal in die Kommentare, wie oft ihr so ein Video sehen wollt. Zum Beispiel von der Kampagne oder ob ihr natürlich mehr Videos noch sehen wollt von dem freien Modus. Und was ich genau dort machen soll und so. Einfach auch, ja, für das Thema natürlich in den anderen Videos von dem freien Modus am besten. Ja, gut. Dankeschön und tschüss. Schönen Tag. Tschüss.